Hallo zusammen und willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge von Flohs Schmach, meinem Weg, etwas besser Schach zu spielen und dabei hoffentlich auch ein bisschen zu unterhalten. Und heute habe ich eine Partie mitgebracht, die gar nicht so alt ist und die vielleicht ganz sehenswert ist. Und dazu gehen wir mal direkt ins Spiel. Ich spiele meine typische E4-Eröffnung und damit dann, wenn ich richtig liege, die italienische Eröffnung. Hier weiche ich jetzt ein bisschen von meinem eigentlichen Plan ab, weil ich auf D4 den Bauern schon spiele, habe aber keine allzu große Gefahrensituation dadurch kreiert, denke ich, denn wenn jetzt ein Läufer schlagen würde, könnte ich mit der Dame zurückschlagen. Und stünde, glaube ich, insgesamt etwas besser. Also insgesamt, denke ich, noch eine ganz ausgeglichene Stellung. Hier fällt mir jetzt auf, dass sein Springer theoretisch meinen Bauern angreifen würde. Deshalb ziehe ich nochmal zurück und habe dann überlegt, wie kann ich den überdecken. Ich versuche es mal mit der Dame. Ich hätte auch den Springer rausholen können. Und vielleicht wäre es sogar schöner gewesen, ne? Den Springer auf C3. Aber der Effekt ist jetzt auf kurzer Sicht erstmal der gleiche. Ja, warum ist diese Partie für mich jetzt erstmal besonders? Hier gehe ich jetzt übrigens aggressiv ran und versuche direkt Druck zu machen. Wenn er jetzt meinen Bauern schlagen würde, der Bauer ist gedeckt. Also von der reinen Stellung her stehe ich etwas zentraler. Aber was mir zumindest optisch auffällt, ist, wie krass verbunkert der Gustavo da in der rechten oberen Ecke steht. Also da gibt es vielleicht ja auch irgendeinen fachmännischen Ausdruck für, dass man das so sich hinbaut. Aber das fand ich schon ziemlich ordentlich. Sieht ziemlich schwer aus, da später mal reinzukommen. Hier habe ich mich entschieden, eben zu schlagen. Ich glaube, das war vertretbar. Vielleicht nicht der beste Zug oder mit Sicherheit nicht der beste Zug. Aber wurde mir jetzt so in dem Setting, hatte ich das Gefühl, war das vielleicht das Beste. Ja, aber um zurückzukommen, warum ist die Partie für mich besonders? Ich versuche ja irgendwann auf 1400er Elo zu kommen. Das ist vielleicht die einen sagen ambitioniertes Ziel, die anderen sagen, das ist eigentlich der typische normale Schachspieler, der auf 1400 ist. Also nicht so viel, aber ich habe jetzt zuletzt auch Schwierigkeiten gehabt, meine 1300 zu halten, bin auf 1278, ich glaube, jetzt bin ich gerade wieder so ganz knapp auf 1300 gekommen. Aber ich spiele ja gegen einen 1400er. Ne? 1421, das ist ja schon mal etwas. Und deshalb war auch für mich so die Challenge, das wäre schon toll, wenn ich ihn besiegen könnte. Wollen wir mal schauen, ob es denn klappt. Ja, jetzt stehen sich die Damen indirekt gegenüber. Dazwischen der arme Bauer auf E5. Und ich habe gesehen, dass er von links mir eine unangenehme Situation kreieren könnte, wenn er jetzt seinen Bauern vorgezogen hätte, für meinen Läufer. Deshalb ist mir nichts anderes eingefallen, außer jetzt selber meinen Bauern vorzuziehen, ihn damit diesen Zug zu verwehren, dass er seinen eigenen Bauern auf A4 stellt. Und er reagiert ebenfalls, ich muss meinen Springer wegziehen. Ich würde ihn in die Mitte stellen, genau da ist er relativ oder sehr zentral. Jetzt gut aufpassen, jetzt steht zum einen meine Dame im Angriff, also wird angegriffen, aber hinter ihr, und das fällt mir deutlich zu spät auf, steht noch mein Turm. Also wenn ich diesen Zug jetzt machen würde mit F3, wäre das ganz fatal, denn dann hätte ich meinen Turm verloren und spontan fällt mir ein anderer Zug ein, nämlich den Läufer auf C4 zu stellen und dann zurückzuschlagen und somit die Situation etwas zu entschärfen. Das wäre, glaube ich, spielentscheidend gewesen, hätte ich hier jetzt schon meinen Turm verloren. Also für mich wäre es spielentscheidend, weil im Nachteil, wenn ich schon Figuren hinten liege, habe ich häufig große Schwierigkeiten und das wäre hier bestimmt nicht anders gewesen. Er kommt mit seinem Läufer heraus. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn jetzt schlagen möchte, dann würde er mit seiner Dame zurückschlagen oder ob es vielleicht eine Alternative gibt, die mir das in dieser Situation die Entscheidung etwas leichter macht. Wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse, würde ich sagen, schlage ich doch auf H6 und das mache ich auch, denn jetzt setze ich seinen Turm unter Druck und gleichzeitig macht sein Läufer keinen Angriff mehr auf meinen Läufer.
War das da ein guter Zug? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Für mich so auf den ersten Blick würde ich sagen, war besser als da jetzt einfach nur den Läufer zu schlagen. Also Läufertausch zu machen, denn dann stünde seine Dame sehr zentral. Ja, jetzt die Überlegung, versuche ich meinen... Oh, ich sehe gerade, das hätte ich auch machen können, den Läufer auf G5 zu stellen, dann wäre seine Dame gefesselt, denn sonst hätte er seinen Turm verloren. Das wäre vielleicht sogar besser jetzt gewesen, oder? Fällt mir jetzt im Nachhinein auf. Das hätte ich, glaube ich, mal machen sollen. Das hätte mir jetzt besser gefallen. Stattdessen habe ich mir einen Bauern geschnappt. Aber ja, gut, Bauer ist ja auch immerhin ein Punkt. Also einen ganz, ganz kleinen Materialvorteil hätte ich hier. So, und jetzt aufpassen, wenn ich hier hingehen würde auf C5, dann würde ich meinen Springer verlieren und könnte nicht zurückschlagen. Deshalb zögere ich auch, mache es aber dennoch, weil ich damit seine Dame angreife, wie mir dann aufgefallen ist. Also da habe ich wohl drüber nachgedacht. Sprich, wenn er jetzt meine Dame schlägt, könnte ich zurückschlagen mit dem Springer und der Springer wäre nicht mehr in direkter Gefahr. Und sollte er sich dazu entscheiden, meinen Springer zu schlagen, könnte ich seine Dame einfach schlagen. Also für mich ein, um mich mal selbst zu loben, ein etwas besserer Zug, als ich es ursprünglich annahm. Allerdings, damit habe ich da zu dem Zeitpunkt gar nicht gerechnet. Sehr unangenehm schlägt er auf meinen H2-Bauern und bringt mich damit in die Bredouille. Ich war am Überlegen, soll ich den jetzt einfach schlagen oder steckt da ein genialer Plan dahinter? Wenn er jetzt seine Dame gleich auf H4 stellt, dann stünde ich im Schach und er könnte danach meinen Läufer schlagen, theoretisch auch mein Springer, damit er seinen Turm deckt. Also in der Situation habe ich ein bisschen die Übersicht verloren. Material war ja noch ausgeglichen, sogar die Bauern sind ausgeglichen, bis auf, dass ich zwei Läufer von ihm habe und er zwei Springer. Also kein riesiger Unterschied. Hier musste ich lange überlegen, was ich mache, ob das jetzt schlau war, weil ich habe jetzt gedacht, kommt er bestimmt mit der Dame auf H4 und gibt mir ein unangenehmes Schach, was allerdings dadurch pariert wird, dass ich einfach auf G1 gehe. Und er muss jetzt aufpassen, dass sein Turm gedeckt bleibt. Er hat aber zeitgleich seinen Springer hinten noch nicht wirklich entwickelt. Dadurch bin ich jetzt, würde ich sagen, so rein von der Stellung her gar nicht so schlecht. Also könnte seinen Turm gleich schlagen, könnte auch, wenn ich es denn wollte, den Bauern schlagen. Wieder eine unangenehme Phase. Hier musste ich jetzt überlegen, kann er mich jetzt mit einem Zug matt setzen? Also das ist ja auch so eine Übung, das können viele ganz schnell erkennen. Da gibt es ja auch ganz klasse Rätselbücher und sowas zu, wo man dann sich nur damit beschäftigt, welchen Zug muss man machen, um matt zu setzen. Das mache ich noch nicht ganz so viel, muss ich auf jeden Fall mal mehr machen, denn hier war ich echt am Überlegen, was droht jetzt gleich? Gibt es da einen Matt in zwei Zügen vielleicht? Muss ich reagieren, muss ich nicht reagieren? Ich habe mich dann dazu entschlossen, auf G3 den Bauern zu stellen und das mit langer Überlegung. Und er hat etwas gemacht, was ich nicht ganz verstanden habe, denn er hat einfach geschlagen. Und hier kommt auch der entscheidende Punkt des Matches, denn dadurch, dass er geschlagen hat, kam es zum Dauerschach. Und das gegen einen 1421er Spieler. Mir hat das 10 Punkte gebracht, er hat 10 Punkte verloren. Wir gucken uns die Szene nochmal an. Ich verteidige mit dem Bauern und hätte jetzt gedacht, egal was kommt, er schlägt nicht, aber er schlägt. Und wahrscheinlich, weil er danach eine Figur hinten war, ging er ins Dauerschach und hat damit ein Unentschieden herausgeholt, was für mich sich eigentlich wie ein Sieg anfühlt. Wenn auch eigentlich nur entstanden durch den letzten kleinen Fehler in meinen Augen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Flohs Schmach.